go. Start up. Also, wir sind beide mit Süßigkeiten aufgewachsen. Ja, Süßigkeiten waren halt auch immer ein sehr wichtiger Bestandteil von meiner Kindheit. Aber es gibt halt bei fast jeder Süßigkeit eine Sache, die man nicht so gern mag. Also bei der Prinzenrolle ist es zum Beispiel so, die Leute sind wirklich nicht scharf auf diesen trockenen Keks drumherum. Die wollen halt lieber an diese Füllung, an diese Schokoladencreme. Also wir sind die Katrin. Und die Coco. Und wir sind die Gründerin von Kein Keks. Wir holen aus jedem Keks nur das Beste raus. Also uns gibt's jetzt zwei Wochen und zweieinhalb Wochen und ich muss sagen, es läuft echt gut bisher. Ja, wir haben jetzt sogar zwei Mitarbeiterinnen und die helfen uns echt super hier im Laden. Ich bin Nele, ich mache gerade im Rahmen meines Bachelorstudiums ein dreijähriges Praktikum hier bei Kein Keks und find's einfach cool, was so die Mädels allein auf die Beine gestellt haben. Viele Leute wissen ja schon sehr früh, dass sie zum Beispiel was mit Menschen machen wollen und ich wusste halt sehr früh, du machst mal was mit Cremefüllung. Aber unsere absolute Geheimwaffe, das ist die Trish. Und die Trish, die arbeitet an unserem Verkaufsschlager, dem Toffifee. Und das Tolle an dem Produkt ist einfach, da geht nichts verloren. Gell, der eine, so wie ich zum Beispiel, der mag halt lieber die Nuss. Und ich mag halt lieber das Karamell. Nachhaltigkeit liegt uns persönlich sehr am Herzen. Und das fängt bei uns halt auch schon beim Einkauf an. Wir kaufen halt ausschließlich in regionalen Supermarktketten ein. Unsere Produktpalette reicht von der Hanuta-Creme ohne Nüsse für 230 Euro, dem Schokobiskuit von der Milchschnitte für 135 Euro und den Kokosraspeln vom Raffaello für 75 Euro je 100 Gramm. Also von unseren Produkten mag ich halt sehr gerne dieses Orangengelee, die Kakaocreme, die Kokosraspel, die Kokoscreme, die Nougatcreme. Ich mag die Schokoladenfüllung. Mein Favorit ist die Nuss. Oh, die mag ich eigentlich auch ganz gern. Ja, und jetzt seid ihr gefragt, bitte unterstützt uns. Damit auch ihr bald keine Nüsse mehr habt. Aber ich mag doch die Nuss.